Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir haben aufgrund von Vorkommnissen jetzt hier schon mal eine Batterie gebaut und hier kommt noch eine zweite hin, weil wir in letzter Zeit das Problem haben, dass irgendwie Ressourcen nicht ausreichen. Funding, 40 Millionen habe ich für Edelmetallexport, okay. Vielleicht sollte ich den Edelmetallexport mal ausschalten. Aber vielleicht mehr zur Verfügung. Wasser scheint wieder eng zu sein irgendwie. Weil hier oben Strom fehlt. Geheimnisvolle Aufzeichnungen. Sol 97. Die seltsame Matrix eines schwarzen Würfels ist in die Nähe der Kolonie aufgetaucht. Wir sollten einen Erkunder schicken, um ihn zu untersuchen. Höh! Scannen das mal. Achso, das habe ich ja schon gerade gelesen. Was mich verwirrt, warum habe ich hier oben wieder keinen Strom? Ach, weil das Ding repariert werden muss, deswegen geht es hier oben gar nicht. Die Macht der Drei. Ein schwarzer Würfel erscheint. Ein Routinescan des Bereichs hat ein nicht identifiziertes Objekt in unmittelbarer Nähe einer Kolonie aufgespürt. Das Datenprotokoll wurde bestätigt. Es handelt sich nicht nur um eine fehlerhafte Messung. Das geheimnisvolle Objekt scheint aus pechschwarzen Würfeln zu bestehen, die in einer Matrix angeordnet sind. Die Würfel schweben anscheinend ohne jegliche Hilfsmittel auf dem Boden, über dem Boden. Die vorläufigen Bildanalysen bleibt ergebnislos. Es ist eine Untersuchung vor Ort nötig, um die Anomalie einschätzen zu können. Wir raten zu Vorsicht. Effekt, ein schwarzer Würfel ist scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Wir müssen diese Anomalie untersuchen. Ein schwarzer Würfel? Sehr seltsam. Hier wird es immer grüner. On-site analysis of the unidentified structure only deepens the mystery. So, okay. The evidence suggests that the cubes are clearly not a natural phenomenon. Effekt, es stehen nun Möglichkeiten zur Forschung der schwarzen Würfel zur Verfügung, okay. Dunkle Spektrometrie, ein Kratzer an der Oberfläche, mit der wir den Verständnis der schwer definierbaren Eigenschaften des geheimnisvollen Würfels, der Gefahren von ihm ausschalten. Okay. Das ist natürlich was eine Sache, die man nochmal getrunken sind. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier forsche. Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, auch was wir machen hier. Erhöht die Produktion 25%, den Schub um minus 25%. Automatisierte Hubs benötigen keinen Strom mehr. Lampenschiffe kommen nun ohne Drohnen aus und gehen allgemein schneller voran. Upgrade für Forschungslabore Hawkins in 0. Produktion von Forschungspunkten erhöht. Das ist natürlich auch geil. Betankte Extratoren. Extratoren-Upgrade. Plus 30% Produktion, solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt ist. Das ist auch gut. Hat eindeutige Antworten geliefert. Die Würfel beeinflussen möglicherweise irgendeine unserer Solarkollektoren. Steht in der neuen Bahnbrecher Forschung zur Verfügung. Research complete. Wir bieten dem jetzt mal ein Lager hier an. Oh, Essen wird echt knapp. Shit. Oh, nochmal so eine Pilzrick jetzt, würde ich sagen. Außenranch. Why not? Ein Außenranch.
eine Pilzform noch dazu. Wie es instant abgeht. Jetzt haben wir hier auch den Drohnenhub noch dazu. Das ist natürlich geil. Ob es daran liegt, dass ich durch die ganzen Dinge hier durchfahre sozusagen, dass das nicht gescheit mehr funktioniert? Nee, brauchen wir auch mittlerweile wieder ein weiteres Lager für Abfall. Brauchen wir gleich mehr hin, weil hier kommt dann noch eine Eisenproduktion hin. Von daher muss ja da schon mehr hin. Ah, die Produktion ist wieder gesunken. Aber ist in Ordnung. Wahrscheinlich tun wir dich auf da setzen und dich auf die früh setzen. Strauß noch. Und Kühe. Wir müssen schauen, dass wir die Produktion um einiges hochsetzen. Weil wir haben ja eigentlich so ein paar Farmen hier. Meteor incoming, was? Lebenserhaltung ist jetzt doch Trend. Warum ist denn jetzt schon wieder doch Trend? Stromnetz doch Trend, Lebenserhaltungsnetz doch Trend, aber das hat sich jetzt zum Glück alles mittlerweile gut stabilisiert. Haben wir mittlerweile zu wenig Sauerstoff? Scheint so, ne? Müssen wir hier setze ich noch ein paar hier hin. So. Verdoppeln wir das mal. Oh, der Lagerbestand von Nahrung, der geht mir ein bisschen auf den Nerv. Und das Ding ist irgendwie lustig. Schwarzer Würfel steht nur herum, um unser Wissen herauszufordern. Alter, Abtrünnige haben... Ich habe hier keine Sicherheitsstützung, kann das sein? Das ist das Problem. Große Station, aber die hat keine Mitarbeiter genügend. Wie schaut's hier aus? Der macht 1 pro Zoll. Jetzt haben wir natürlich gut Edelmetalle. Die Elektronikfabrik ist gestoppt. Warum ist die gestoppt? Hohe Prio mittlerweile wieder. Die muss erstmal repariert werden. So schaut's aus. Okay, wir stellen nicht mal eins wieder runter. Solange die wenigstens anfangen wieder zu bauen. Bin ich ja schon mal zufrieden. Sieht der rein? Ja, sieht man. Cool. Pro Soll macht der 2,4 geschätzt. Der macht halt immer wieder zwischendurch. 6 Soll braucht es, das braucht 8 Soll. Das braucht 12 Soll. Aber dann halt auf einen Schlag voll viel. Ist halt so die Sache. Geht schon wieder was? Nee.
kann ich nicht wegtun. Nervig. Das ist ja nervig. So, die Batterien sind mittlerweile auch bummvoll. Da arbeitet keiner. Wir haben zu wenig Leute, kann das sein? Einfach viel zu wenige, die arbeiten wollen in dem Fall. Das macht auch was, es braucht 1 Wachstumszeit, 2 Soll Zeit bis zur nächsten Ernte, 1 Soll. So, jetzt braucht 2 Soll für 15. Das braucht 5 Soll für 14. Und das braucht 5 Soll für 55. Holy shit. Das bedeutet, die Nahrung sollte sich mit der Zeit verbessern. Das Problem ist, je mehr wir irgendwo arbeiten haben, desto besser auch, ne? Sektor scanned. Sektor scanned. Wie schaut's denn aus mit den gescannten Sektoren? So. Das sollte ja dann ein bisschen helfen. Noch unsere 13 in dem Fall und 14 davon. Aber 0 Polymer. Arbeitet keine Batterie. Wir haben keinen für Polymer. Das ist natürlich scheiße. Ich baue noch eine Rakete mit Passagieren. Wir haben keine mehr? Uff. Leute, ich brauche Mitarbeiter. 152 für 50 Polymer. Nehmen wir. Den nehmen wir. Schicken. To do it. Oder was? Ach so. Oh, ich bin dumm. Wir schicken. Oh, ich bin so blöd. Jetzt habe ich mich zu sehr gefreut. Ja, Polymer, wir brauchen Polymer. Wir schicken die Phoenix mal, die soll sie jetzt bei denen versuchen, Ressourcen und Informationen zu klauen. Ah, das mit den Abtrünnigen geht mir so tierisch auf den Sack. Wie viele Sicherheitsposten braucht man denn bitte schon in diesem blöden Spiel? Nervenzusammenbruch. Ja, wir können es leisten, nichts abzufüllen. Es hat Verstand verloren. Er hat sich einen Raumanzug angezogen und in seinem labilen Zustand eins unserer Drum-Hubs besetzt. Er droht es zu zerstören. Eine Videoübertragung aus dem Inneren des Gebäudes zeigt den schreienden Kolonisten. Ich halte es nicht mehr aus. Maschinen, Maschinen. Nur verdammt seelenlose Maschinen ohne Bewusstsein. Ich werde sie zerstören. Jeden einzelnen von ihnen. Plötzlich leuchtet die roten Lichter auf. Curly Paris, die hatte Selbstzerstörung so ganz Nein, wenn er verrückt geworden ist. Effekt, das Gebäude wurde gesichert. Curly ist gestorben. Ja. Toter Kolonist. Es tut mir leider leid. Aber wenn er einen Nervenzusammenbruch hatte... Liegt der jetzt einfach da oder passiert mit dem auch was? Schau mal, hier. Dieser Kunde ist aufgrund niedriger Besonnenheit gestresst und kann nicht arbeiten, nicht jobsuchend. Abtrünnig. Verringert die Leistung an allen Arbeitsplätzen um 50%, kann kriminelle Ereignisse auslösen. Genügend Sichtung in der Kuppel aufstellen. Oh, Komfort. Hat eine ungekochte Mahlzeit gegessen. Was kann ich dafür? Wir haben Diners überall stehen. Besonnenheit. Arbeitet während der Nachtstunden. So, schauen wir, wenn jetzt die neuen Mitarbeiter kommen. Jetzt hat schon wieder eine Fehler. Oh, Leute.
Unterirdische Heizung haben wir geschont. Ach, das ist doch cool. Dann gehen wir doch noch zu denen. Verdeckte Operation Technologie stehlen. Und dann von den Rossen noch. Verdeckte Operation Technologie stehlen. Wir machen jetzt eine schöne Runde. Nicht genug Kolonisten, dafür brauche ich Offiziere, okay. Huch. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber sie unterirdische Heizung freigelegt. Oh, da kommt erstmal noch eine Rakete runter. Unterirdische Heizung, das ist schon... Das war hier, glaube ich, ne? Es braucht 5 Maschinenteile und 15 davon. New colonists have arrived. Ach, das sind meine neuen Kolonisten. Warte mal. War die Rakete? Leute, wir haben viele Jobs. Sucht euch einen. Voll besetzt, okay. Wir schalten mal hier die Nachtschichten aus. Ein bisschen was besetzt. Deiner hat die Nachtschichten auch gestoppt. Da ändern wir es andersrum. Oh, gestohlene unterirdische Heizung. Forschung abschließen. Rover Kommando KI. Was? Tauchen weiter den Inhalt der Kolonie auf. Holy shit! Es werden ja immer mehr! Okay, dann kriegt von mir mal die Forschung des schwarzen Würfels höchste Priorität. Fordert Metalle. Apropos, ich habe keine Metalle mehr, fällt mir gerade so auf. Möchten wir nicht mal Ressourcen sammeln gehen, schnell? Da ist noch einer gekommen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.